Leute, was geht? Hier ist wieder der Geist. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Rette die Welt eure Fallen duplizieren könnt. Und zwar müsst ihr dafür auf eure inneren Sturmschild reingehen. In welches ist egal. Hauptsache, ihr habt das Sturmschild beendet, 10 von 10 verteidigt. Dann geht ihr einfach in euer Sturmschild rein. Bei mir dauert das jetzt ein bisschen, weil ich meine Map voll gespammt habe. Aber gleich ist es soweit. So, jetzt kann ich starten. Ich werde das Video diesmal nicht schneiden, Leute, damit ihr auch seht, dass das alles echt ist. Deswegen lasse ich das jetzt alles ungeschnitten. Dementsprechend wird das Video auch diesmal ein bisschen länger sein. Aber ich will auch, dass ihr das alle richtig macht. Und auch seht, dass das wirklich klappt. Dieser Glitch geht schon seit Monaten. Wir wurden nicht gepatcht, auch nicht heute bei dem Patch. Es funktioniert immer noch. So. Die Ladezeit dauert ein bisschen, aber das macht nichts. Der Weg ist das Ziel. So, da tut sich ja was. Okay, Leute. Wenn ihr nun in eurem Sturmschild drin seid, müsst ihr einfach, wie ich, würde am besten hier an dem Computer, an dem Bildschirm hier, wo ihr starten könnt, erstmal sowas bauen. Könnt ihr einfach vier Wände, eine Pyramide, einfach so editieren. Das Ganze hat den Hintergrund, falls euer Loot droppt, damit ihr das, damit das vor euch ist und ihr direkt spammen könnt. Ihr müsst jetzt, Leute, hier erstmal vier Treppen bauen. 1, 2, 3, 4. Und dann habe ich bin ich 3 nach links gegangen und 4 nach rechts und 3 nach vorne. Hab 3 Stockwerke gebaut. Wie ihr seht, habe ich dann hier überall Fallen geplaced. Ihr könnt hier jede Falle placen, die ihr wollt. Ich bin halt einfach auf effiziente und faserige gegangen. Wie ihr seht, hier noch ein Stockwerk. Hier habe ich noch ein paar. Ich habe das nicht ganz ausgefüllt. Das dritte Stockwerk ist sogar ganz leer. Könnt ihr je nach Bedarf machen. Okay, Leute, falls ihr das habt, falls ihr dieses Gebäude gebaut habt, müsst ihr nur noch eure Map voll spammen. Halt überall anders, baut alles voll, Leute, so dass ihr gar nicht, ich kann nichts mehr bauen. Und ihr dürft auch nichts mehr bauen können. Also ihr müsst alles voll spammen, baut so viel ihr könnt, bis es nicht mehr geht. Sonst geht der Glitch nicht. Also ihr müsst einfach alles voll spammen, damit das auch bei jedem Mal klappt. Das dauert zwar ein bisschen, aber wenn ihr euch einen Kumpel dazu holt, ich habe das zu zweit gemacht, wir haben das eigentlich ruckzuck fertig bekommen. Wenn ihr das nun gemacht habt, Leute, geht ihr auf Options, am besten mit dem Controller hier auf Gruppe verlassen. Das hat einfach nur den Hintergrund, wenn ihr jetzt nochmal auf Options drückt, seid ihr auf Gruppe verlassen, könnt dann mit A bei mir oder bei auf PlayStation mit X direkt verlassen, wenn ihr spammt. Dann, Leute, geht ihr, ich mache mal hier noch eins auf, damit das einfach ist, geht ihr hier so am Rand. Ach ja, bevor ich das mache, Leute, hier, schaut mal, ich pack mal kurz meine ganzen Effizienten rüber. Und Faserigen packe ich auch mal rüber. So, okay. Bin ich auf verlassen, ja. Dann, Leute, geht ihr auf Sturmschild zugreifen. Auf Sturmschild Ausdauer. Hier bei Warte auf Hilfe nehmt ihr den Haken raus, Leute. Da muss es schnell gehen. Und zwar drückt ihr auf Ausdauer starten. Rechts neben euch die Treppe kaputt machen, hinstellen und den Loot einsammeln. Ganz schnell spam. Ihr habt Zeit. Ja, ich würde bei 12, wenn die Sekunde bei 12 ist, würde ich ganz schnell Options und dann verlassen. Weil bei 11 klappt es bei manchen nicht. Ich zeige euch das nochmal. Also, Leute, Haken rausnehmen, Ausdauer starten, schnell kaputt machen und spam und den ganzen Loot einsammeln, vor Sekunde 11 verlassen und Gruppe verlassen. Es müsste jetzt geklappt haben. Wie gesagt, werde ich das jetzt nicht schneiden, deswegen wird das ein bisschen dauern. So, okay. Hm,
Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, Leute, ne, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr nicht verstanden habt oder ob es bei euch geklappt hat oder nicht. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, jeden von euch zu helfen, auf alle Kommentare einzugehen, sodass jeder es auch schafft. So, ich starte jetzt wieder mein Sturmschild. Bei 1,44 ist das, glaube ich, bei mir. Also bei euch wird das dann auch länger dauern, Leute. Wenn ihr eure Base voll spammt, je nachdem auch wie viele Fallen ihr da reinpackt und so, ist eure Ladezeit länger. Ich gehe jetzt wieder rein. Ja, das dauert ein bisschen. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Wie weit seid ihr eigentlich bei Rette die Welt, Leute? Was für ein Sturmschild müsst ihr noch machen? Ich muss noch betweilen, glaube ich, ab 6 alle. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. So, und wenn es geklappt hat, Leute, wie bei mir, seht ihr, euer Gebäude schwebt in der Luft. Nur die Treppen sind weg. Danach könnt ihr einfach ganz easy wieder eure Treppen placen, dran machen. Und das war's. Guck mal, noch ein Tipp, Leute, wenn ihr jetzt... Ich kann ja jetzt nichts mehr bauen, wie ihr seht, ne? Ich kann nichts bauen. Ich drücke, ich kann nichts bauen. Und ich kann ja noch einige Fallen placen. Sagen wir, ich place jetzt hier noch eine Falle. Einen Moment, mache ich mal. Was für eine Falle soll ich mir craften? Ich mache mal einfach hier so eine Wandfalle. So. Ich habe ja jetzt noch eine Falle geplaced, ne, Leute? Und zwar... wenn ich jetzt hier ein Teil kaputt mache, kann ich keins mehr legen, also kann ich keins mehr bauen. Das hat den Grund, weil wenn du jetzt eine Falle noch spammst, nimmt das ein Slot noch weg, also ein Bauslot noch weg. Das heißt, wenn du jetzt 5 zusätzliche Fallen noch legst, musst du 5 Dinger noch auf Boden oder je nachdem, wo ihr gespammt habt, kaputt machen. Damit ihr wieder hier zum Beispiel die Treppen bauen könnt. Ich könnte das jetzt alles nochmal wiederholen. Ich zeige euch erstmal meinen Rucksack. Ob es auch wirklich geklappt hat. Ich habe hier jetzt, da ich nicht so viel habe, 125 effiziente gemacht mit einem Mal. Und die Faserringe konnte ich leider nicht aufheben. Aber je nachdem, Leute, wie ihr das macht, wie ihr spammt, wie schnell ihr das macht und wie gut ihr das macht, könnt ihr halt jede Runde halt bis zu 2 Stacks oder mehr an Ressourcen sammeln. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo wäre nicht schlecht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.